aus der Rückenlage. Schwinge ich mich auf den Kniestand. Reicht auch, wenn ich jetzt in den Kniestand hochkomme. Und dann begebe ich mich wieder zurück. Und dann das Ganze zur anderen Seite. Dann machen wir jetzt zu Beginn ganz locker easy 10 Stück. Und wechsle mal rechts und links. Okay. Und 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Okay, gut. Bei der nächsten Übung ist es nicht schlimm, wenn ihr komplett nach unten verschwindet. Ich hoffe, mich kann man noch ganz gut sehen. Ja, ja, das ist kein Problem. Und zwar ist das eine Verbindung aus zwei Übungen. Die erste Übung, ganz einfach, ist die Brücke mit diagonal überreichen. Das heißt, ich nehme die linke Hand, tippe neben meinem rechts neben den Kopf. Die rechte Hand bitte links neben den Kopf. Wenn ich wieder zurückkomme, super schnell, dann gehe ich in den Shrimp. Das heißt, die Füße bleiben an Ort und Stelle, eine Schulter auch, und ich ziehe die Hüfte nach hinten, bis ich in dieser Shrimp-Position gelandet bin. Gehe wieder zurück, mache das gleiche zur anderen Seite und wieder zurück. So, jetzt können wir das verbinden. Das heißt, wir machen eine schräge Brücke und einen Schritt. Das sieht dann so aus. Ich gehe mit der rechten Hand über den Kopf und Schrimp nach rechts. Gehe ich mit der linken Hand über den Kopf und Schrimp nach links. Okay. Ja, das lässt sich schön auf 4 zählen. Dann machen wir 3 Durchgänge. Und Brücke beginnt. 1. 2, 3, 4. Und nochmal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 und 4. Okay. Gut. So, was haben wir dann? Das müssen wir jetzt mal probieren, ob das vom Platz her hinhaut. Ich denke, wir können 2 Schritte in die eine Richtung uns fortbewegen. Aus dem Kniesitz bzw. aus dem Kniestand schiebe ich jetzt den Schwerpunkt, die Hüfte so weit nach vorne, bis das Knie den Boden berührt, und bringe das andere Bein nach vorne. Und ich merke gerade, bei einem Schritt ist bei mir jetzt schon Schluss. Ich versuch's mal in der Diagonalen. Also aus dem Kniestand. Ein Bein steht auf. Knie auf den Boden. Dann das andere Bein nach vorne ziehen. Ah ja, das geht. Ein Bein auf den Boden. Andere Bein nach vorne. Okay, dann einmal wenden. In die andere Richtung geht's auch. Also 1. 2. Und nochmal wenden. 1, 2, wenden. 1, 2, letztes Mal wenden. 1 und 2. Okay. Gut. So. Ich erinnere mich an die Zeiten, wo wir mit Christian oder auch so im Dojo das von der einen Seite zur anderen gemacht haben, was wir jetzt als nächstes machen werden. Und zwar Fortbewegung in der Liegestützposition. Und das wäre jetzt das Chamäleon. Genau, ich habe Gecko geschrieben, aber Chamäleon war der Begriff. Das heißt,
gehe in die Liegestützposition tief und jetzt reiche nach vorne und gehe gleichzeitig mit einem Bein diagonal vor. Mache das gleich mit der anderen Seite diagonal. Und ich habe jetzt wieder nach zwei Schritten mein Limit erreicht. Deswegen mache ich das jetzt zwei Schritte vor und zwei Schritte zurück. Das olle Chamäleon. Und eins, zwei, rückwärts, drei, vier. Und nochmal. Eins, zwei, drei, vier. Letztes Mal. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Gut. So, letzte Übung. Ich mich jetzt mal mit dem Rücken zu euch. Ich hoffe, die Ansicht ist jetzt richtig gewählt. Ich gehe mal dicke. Teil 1 ist wieder bekannt, das ist der Schrimm. Das heißt, die Hüfte nach hinten oder zur anderen Seite. Ich kann euch doch anschauen. Ich habe es gerade gemerkt. Und dann versuchen wir eine Rolle von der einen Schulter auf die andere. Und zwar so im Entspannungsmodus. Also ich mache den Schwimm. Und jetzt mache ich im Grunde die Drehbewegung weiter. Ich bin jetzt auf meiner linken Schulter. Ich rolle auf die rechte Schulter und komme auf der anderen Seite an. Zuschauen, entspannen. Zuschauen, genießen, entspannen. Oder wie das heißt. Oder probiert es mal aus. Also, Schrimpen und von Schulter zu Schulter rollen. Und wieder in die Rückenlage. Schrimpen und von Schulter zu Schulter rollen. Johanna macht das Ganze hier gerade auch auf dem Teppich. Das geht. Auf den Kacheln würde ich es, glaube ich, nicht machen. Wobei, auf den Kacheln dreht man es. Also, ich schrimp, roll weiter. Ich habe den Schrank nicht abgebaut. Ich schrimp, roll von Schulter zu Schulter. Okay, und gut.